Mit der am 9. November eröffneten Sonderausstellung Jüterbock im Ersten Weltkrieg bietet das Museum im Mönchenkloster nun einen weiteren Blick in die jüngere Stadtgeschichte. Also zum einen waren wir ja eine ganz normale Stadt im Deutschen Reich und zum anderen hatten wir den Hintergrund einer sehr umfangreichen, auch sehr spezifischen Garnisonsstadt zu sein. Und wir wollten einfach mal gucken, welche Rolle spielt Jüterbock als normale Stadt in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt das Dasein der Garnison? Wirkt sich das in irgendeiner Form aus? Und was hat die Garnison letztendlich für einen Eigenanteil am Weltkrieg an sich? Die rund 300 Ausstellungsstücke zeigen die Verbindung Jüterbocks zum Ersten Weltkrieg. Durch die chronologische Anordnung der Exponate macht der Besucher eine Zeitreise und kann neben Stücken aus dem Museumsfundus auch Leihgaben sehen. Wir zeigen, welche Ausgangsbasis die Stadt zu Beginn des Krieges hatte, wie die Garnison aufgestellt war zu Beginn des Krieges. Wir zeigen dann parallel für beide Bereiche, wie geht es im Krieg weiter, was entwickelt sich jeweils zivil und militärisch. Wir zeigen aber auch das Kriegsende und letztendlich die Kriegsfolgen. Egal, ob es ein Nagelbild, ein Teller oder sogar ein Säbel ist. Alle Exponate haben eine Geschichte, die sie erzählen möchten. Ein Exponat, was das schön umrahmt, wäre eine Gasmaske des Ersten Weltkrieges von 1917 mit der Verpackung dazu, die der Soldat getragen hat. Und die haben wir durch Zufall Anfang der 90er Jahre im Bauschutt innerhalb des Umbaus des Alten Museums gefunden, im Dachbodenschutt, um es ganz genau zu sagen. Musste auch erst genau gucken, was ist das. Heute freuen wir uns, dass wir vor 20 Jahren dieses Exponat dazugekriegt haben. Und auch das wird zu sehen sein, neben anderen relativ normalen oder auch ungewöhnlichen Dingen. Die Sonderausstellung Jüterbock im Ersten Weltkrieg ist noch bis Ende des Jahres geöffnet.